Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, die Siedler 2 Gold Edition mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind nach wie vor in der fünften Mission der Römerkampagne. Wir arbeiten uns langsam mit Katapulten durch Rot und Gelb nach vorne. Schont unsere eigenen Truppen und hat den Vorteil, dass die uns noch nicht als Feind sehen. Aber auf einen Kampf wird es früher oder später hinauslaufen. Aber bis dahin schonen wir noch ein bisschen unsere Truppen. Rote hat mittlerweile angefangen, hier auch eigene Katapulte hinzusetzen. Da oben ist schon ein fertiges. Hier unten wird eins gebaut. Dann gucken wir mal. So. Dieses Katapult will gefährlich nahe hier auf die Baracke treffen. Das Gebäude. Ins Visier nehmen kann. Kann er sogar, das ist schön. Das Bergwerk ist verbraucht. Katapulte sind bald fertig, das ist jetzt anzubauen. Natürlich
Stein. Steine. Hier sein Gebäude verloren, dann haben wir hier jetzt noch zwei Türme. So nach und nach füllen sich auch die Wege jetzt mit den Eseln. Na, da oben das Katapult ist auch fertig. Mal eine Wachstube bauen. Drin. Den aber nicht in Reichweite. Und der schießt vorbei. Ganz toll. Ist wieder in Grenznähe gerückt, also laufen meine Soldaten wieder raus.
ganz ehrlich. Das nächste Bergwerk, das verbraucht es. Die Wachstube ist fast fertig. Die Frage ist, was will er da jetzt bauen? Wieder eine Wachstube. Thank you.
denn zu glauben? Müsste aber eine Reichweite von den Katapulten sein. Wenn sie denn treffen würden. Thank you.
das baut er da? Ich habe kein Katapult. Bin ich gespannt. Schon mal 3 Holz. Das ist ja kein Katapult. Sehr gut.
schießt natürlich gleich daneben. So, der zweite. Wenigstens hat der dritte Schuss dann endlich mal getroffen. So, das hat ihn wieder zwei Soldaten gekostet. Was hier bis zum Katapult. Verdammt. Dann müssen wir jetzt halt angreifen. Von da oben gekommen? Mein Gott. Thank you.
tatsächlich noch irgendwo Truppen ausgeladen. Unglaublich. Fertig, sehr schön. Kommt das schon wieder an? Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.